Waldgespräche. Besondere Menschen, ihre Geschichten und ihre Verbindung mit unseren Wäldern. Sie leben mit den Wäldern, sie bewirtschaften die Wälder. Sie erzählen uns, was Wälder, was Bäume für uns Menschen sein können. Ich bin Maximilian Handlos und heute im Gespräch im Wald, über den Wald, mit Simon Bauernhofer. Servus Simon. Servus Max, schön, dass du da bist. Ja, Simon, ich habe mir gedacht, ich muss unbedingt raufkommen auf die Brandluken und einmal schauen, wie es so ein Hotelier, ein Wirt nach der Corona-Zeit geht. Ich kann mir vorstellen, dass ihr so beim Hochfahrensatz des Betriebes, nachdem ihr wieder aufmachen dürft und so richtig so Drinnensatz wieder in die Gänge zu kommen. Wie geht's eigentlich dabei? Also uns geht's einmal sehr gut. Die erste Testtage haben wir ja hinter uns. Wir sind draufgekommen, die Routine ist ja nicht so da. Also wir fühlen uns ab und zu, dass wir das Haus gerade neu aufsperren und uns selber neu einschulen müssen und die kompletten Mitarbeiter. Aber der Gästezuspruch ist unglaublich. Es ist jeder so glücklich, dass endlich wieder eine gewisse Normalität da ist. Alle Gäste nehmen sehr viel in Kauf von den ganzen Testen, registrieren, was ganz einfach geht. Da war die Sorge vielleicht vorher ein bisschen Ärger. Und alle sind glücklich und zufrieden und das ist schön. Ja, wunderbar. Ich habe ja so im Laufe der ganzen Corona-Zeit oder auch dieser Lockdown-Zeit sehr, sehr viel auf Facebook immer geschaut und auch verfolgt, wie sich das Hotel Bauernhofer da auf der Brandlocken herum präsentiert in dieser Zeit. Und was mir einfach aufgefallen ist, ich habe nichts gefunden von Frust oder Ärger oder Traurigkeit. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, ihr seid beim Touren und wartet begeistert, dass es endlich wieder weitergeht. Ihr habt in dieser Zeit auch viel entwickelt, habt einen neuen Auftritt auch gemacht und so. Und ich denke mir, wie schafft man das? Es ist vielleicht eine gewisse Grundeinstellung, was ich von meinen Eltern mitgekriegt habe, immer mal das Positive zum Sehen. Es wird seine Bestimmung gehabt haben, warum das so gekommen ist. Und wir haben es in der Familie dann auch schnell gesagt, nutzen wir die Zeit, jammern hilft mir sowieso kann, weil das bringt gar nichts, weil versuchen wir, wenn dann Sachen anzupassen oder zu ändern, wie es uns passen. Zum einen muss ich sagen, bei uns persönlich war es einmal eine Zeit, wo wir in der Familie ganz stark zusammengewachsen sind. Ich habe noch nie so viel Zeit mit meiner Frau verbracht wie jetzt und mit meinen Kindern. Meine Kinder haben jetzt schon gesagt, jetzt können sie dann schon aus sein, also jetzt bist du schon immer da, gell? Aber sie haben das schätzen und lieben gelernt, dass wir, und das sind so Kleinigkeiten, dass wir jeden Tag zusammen Mittag gegessen haben, gell? Das haben meine Kinder in dieser Form noch gekannt. Die sind aufgewachsen bei uns mit dem Betrieb. Wir haben immer versucht, dass sie das Wichtigste auf der Welt sind für uns, aber natürlich kriegen sie die Hektik, teilweise den Stress auch so mit. Das war so ein neues Gefühl und auch für uns und für meine Frau, das ist gemeinsame Mittagessen jeden Tag. Und da muss ich auch mich auf diesem Weg herzlich bei meiner Mutter bedanken, wenn das irgendwie geht. Also Mama, danke, jeden Tag für uns kocht. Wir, schön, oder? Wir lieben deine Küche. Super. Aber auch jetzt hast du dich dann schon richtig gefreut, oder die ganze Familie gefreut, dass es wieder endlich losgeht, auch so betrieblich. Ja, natürlich. Also wir sind voller Vorfreude gewesen auf das Eröffnungsdatum vor ein paar Tagen. Und das ganze Team ist startklar. Jeder hat es kaum erwarten können, bis endlich losgeht, bis die Gäste reinkommen. Sehr viel haben wir im Betrieb einfach jetzt in dieser Zeit verändert, umgestaltet, Strukturen geschaffen, was wir vielleicht sonst nie dazukommen wären, wenn diese lange Zeit, diese L-Zeit nicht passiert gewesen wären. Und darum haben wir das angenommen, sind positiv in die Zeit gegangen und sind jetzt glücklich, dass wir sehr viel umgesetzt haben und starten jetzt in die nächste Zeit. Und da ist mit dann
gewaltigen so eine Aufbruchsstimmung, aber ich habe gesehen, ihr habt ja große Baustelle begonnen, schon in dieser Lockdown-Zeit. Ihr seid da gerade dabei beim festen Bauen. Also trotz Lockdown nie so diese positive Energie verloren und einfach weiterzugehen. Nein, gar nicht. Es hat einen Tag gegeben, das war im ersten Lockdown im vorigen Jahr, wie das gekommen ist, wie es die Schule zugesperrt haben und wie zu meiner Frau gesagt haben, Porto, ich glaube, jetzt geht alles schief. Okay. Und dann ist meine Frau hat den ganzen Tag mit mir nichts geredet, weil sie hat dann immer gesagt, nein, du darfst jetzt da nicht die Nerven wegschmeißen. Und wir haben dann nicht mehr viel darüber geredet und vom nächsten Tag weg waren wir eigentlich bewusst, es wird vorbeigehen. Nutzen wir die Zeit für Sachen, die was wir nie umsetzen hätten können, vielleicht im normalen Alltag. Tun wir unsere Pläne, was wir gehabt haben, vorantreiben. Der Umbau ist ja schon vorher geplant gewesen. Und jetzt ist halt genau in diese Zeit gefallen. Aber ich habe mir nie Sorgen gemacht, dass wir den nicht verwirklichen werden oder war davon überzeugt, dass der richtige Weg ist. Und Gott sei Dank ist das jetzt bis jetzt sehr gut gegangen. Ja, wunderbar. Kannst du dich noch erinnern an diesen einen Tag, wo du dieses Gefühl gehabt hast, was so der Auslöser war? Dass du denkst, dass jetzt geht alles schief? Ich muss wirklich gestehen, ich habe, wie die ersten Meldungen gekommen sind von Corona in Asien, selbst wie es in Italien schon war, irgendwas hast, habe ich gesagt, ja, das tut es noch dramatisieren und aber geht, da kommt schon nichts. Gell? Und selbst einen Tag vorher noch war ich eigentlich komplett tief entspannt. Also ich habe gesagt, nein, was soll uns da passieren? Gell? Und dann ist die Meldung gekommen, das weiß ich noch. Und ich bin ein begeisterter Teletext-Schauer immer noch. Die Schulen werden ab Montag gesperrt. Und ich habe nur das gesagt, dass die Schulen werden gesperrt. Und ich habe mir nur gedacht dabei, bisschen narrisch, was muss passieren, dass wir in Österreich die kompletten Schulen runterfahren und dass unsere Kinder nicht mehr in die Schule gehen können. So was Einfaches ist das da nicht. Und dort habe ich direkt so eine innerliche Panik erfasst, weil ich mir gedacht habe, jetzt sind wir in der Zeit, was vielleicht unsere Großeltern einmal auf eine andere Art erlebt haben, was gewusst haben, keine Ahnung, was passiert jetzt. Gell? Aber es ist ja wunderbar, dass ihr da oder du für dich dann auch nach dieser kurzen, vielleicht so emotionalen Tiefe die Kurven kratzt hast. Und ich weiß ja von dir, weil wir kennen uns ja schon länger, dass du gern im Wald bist, dass du da Energie tanken tust. Wir gehen jetzt da gerade durch deinen Wald. Was gibt dir das, wenn du da im Wald unterwegs bist? Was macht das mit dir? Der Wald war für meinen Papa seine Leidenschaft immer. Gell? Und blöderweise hat er nie erklären können, warum ihm der Wald so wichtig ist. Aber ich habe immer das Gespür gehabt, wenn ich mit ihm über die Mosel gegangen bin, da herum auf der Alm, dass ihm da so richtig gut geht. Und mein Vater hat eigentlich aus dem Gasthaus sonst nichts anderes kennt, hat kein Hobby gehabt und nichts. Und sein Ausgleich war der Wald, einfach zum Schauen, wie geht seine Baum, wie wächst er, wann kann man da wieder Glas durchforsten oder irgend sowas. Nie auf Ertrag eigentlich ausgerichtet gewesen, sondern immer, er wollte immer diesen schönen Wald haben. Gell? Und irgendwie habe ich dieses Kind aber so mitgekriegt, dass ihm besonders gut geht. Und es ist dann im Laufe der Zeit irgendwas gekommen, dass ich selber sehr viel zu Fuß unterwegs war, durch Laufen oder nur Walken bei uns da herum. Und ich habe einfach gespürt, dass mir das besonders gut geht. Und das Interessante ist nur, am liebsten gehe ich allein. Also meine Frau ist nicht so begeistert immer, wenn ich rausgehe, weil wenn sie mitgeht oder mitgehen will, renne ich mit ihr nichts dann. Gell? Also okay. Es ist halt was Besonderes, dass wir zu zweit durch einen Wald gehen und wir reden das ausführlich. Gell? Das ist ja eine große Ehre für mich. Ja, ja gern geschehen. Gell? Und es gibt einfach mir so viel Energie und so viel, es werden einfach die Gedanken bei mir so geordnet und so klar, dass ich das für mich als das positivste Hobby gesehen habe, das was mir viel gibt. Mhm. Ihr seid ja selber ein Waldbesitzer, hast du ja schon gesagt, auch von deinem
Vater selbst wirst du kaum in den Wald kommen, oder? Dass du die Motor so in die Hand nimmst und Baum auf den Schneiden gehst. Nein, ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob ich es gut anstarten kann. Ich war da schon mal jetzt fast ein bisschen, aber es ist so, ich habe glaube ich 30 Jahre gebraucht, dass ich eine Fichte von einer Tanne unterscheiden habe können. Gell? Weil mein Papa hat es mir einfach nicht erklären können. Der hat gesagt, ja, Bub, du brauchst nur auf die Nadeln schauen und auf den Stamm. Ich habe gesagt, ja, was, erklär's mir. Gell? Und bis mir das mein Onkel dann einmal so richtig erklärt hat, und seitdem weiß ich es aber. Und würdest du gern selber Holz arbeiten? Ja, es darf mich sehr reizen. Also, falls irgendwer mal da draußen ist und sagt, ich darf es dir gern zeigen, ich komme mit. Ein Motor, so habe ich. Okay. Und was da eigentlich so Grundlage der Familie oder des Betriebes ist natürlich Hotel, Restaurant. Aber der Wald ist natürlich sicherlich auch Basis. Wie wird Wald gebaut? Einblicke in die tägliche Arbeit. Was bedeutet Wald bewirtschaften für dich? Also nicht der Wald selber, sondern auch das Bewirtschaften selber. Die Bewirtschaftung von Wald ist für uns vordergründig jetzt einmal den Lebensraum zu schaffen, der was Grundlage ist für herum für sehr viel, für Tier, für Mensch, für Pflanzen. Gott sei Dank hat mein Vater damals auch schon, wie ich vorher schon gesagt habe, es war nie zu 100% der wirtschaftliche Gedanke dahinter. Das ist vielleicht dann eine Folgeerscheinung durch stetige Pflege, durch immer wieder Schauen, und irgendwann gibt es ganz von allein dieses Erfolgserlebnis. Und das hat man versucht, immer so zu vermitteln, dass ich, wenn ich das so weitermache und das jetzt so darf, dass der Vordergrund in der Pflege und der Haltung von dem ist, was der Wald herum bei uns im Almgebiet auch bedeutet. Mhm. Einige Gäste sind da ja sehr viel im Wald unterwegs, da bei Ihnen. Das Wandern zählt sicher zu den Hauptthemen unserer Gäste. Die kommen rauf als von der Tier ausgegangen und sofort im Wald sind und auch diese Atmosphäre da herum aufsaugen können. Und man merkt auch bei den Gästen natürlich, dass ein Waldspaziergang oder Wanderung durch Wald- und Wiesenwege sie unglaublich beruhigt und ihnen auch wieder neue Energie gibt. Gell? Mhm. Wie ist denn das bei euch so? Ihr habt ja sehr viele Gäste auch im Hotel, im Restaurant, und ich kann mir vorstellen, dass der sehr viel da in eure Welt rausgehen. Ja, in der Tat. Also die sind sehr viel bei uns im Wald, in Freiflächen auch unterwegs. Wandern ist einfach einer unserer Hauptthemen im Haus. Wir haben Holz ja zum einen natürlich ganz stark als Baustoff verwendet und gehen damit auch intensiv in der Werbung, weil mir das sehr wichtig war immer, dass ich den Baustoff Holz als den wichtigsten für mich empfinde und das auch so umsetzen wollte, trotz vieler Schwierigkeiten, was damit in der Bauordnung in der Steiermark vor allem sind. Und wir spüren einfach unsere Gäste, die was holzaffin sind und die was uns dadurch auch gefunden haben oder was, suchen natürlich dann auch den richtigen Wald, wo die Bäume wachsen, was wir sehen, dass im Wald gut geht, dass frische Bäume angeflogen sind, die wieder wachsen, dass darunter die Schwammerl dann teilweise sind, dass die Schwarzbären sind, was wir Gott sei Dank ja beides sehr viel haben. Das, was wir dann wieder in der Küche sehr stark verkochen natürlich. Und so schließt sich dann der Kreislauf durch Holz gefunden von den Gästen, bei uns in den Zimmer in Holz gewohnt, heraus erlebt und zum Schluss noch genossen. Okay. Das heißt, dein Zubau jetzt, dein Hotelzubau, den macht ihr wahrscheinlich auch fast vollständig aus Holz, bis auf den Keller wahrscheinlich. Richtig, ja. Der Keller ist natürlich ein Massivbau. Und was darüber ist, ist ein Holzmassivbau. Das war mir einfach wichtig. Habe mich in den Architekten verliebt, mit seinen Bauwerken, was er immer gemacht hat. Und wir planen ja schon seit 10 Jahren diese,
diese Schritte und ich war immer auf der Suche, wie schaut mein Traumhaus aus. Okay. Und bin eigentlich in ganz Österreich da mal rumgefahren und habe mir ein paar Prospekte angeschaut und habe dann 4, 5 Hotels gefunden und gesagt, ein paar, so gefällt's mir, gell, das möchte ich. Und dann plötzlich durch Internet denke ich mir, schaut, das sind die Hotels und das hat alles der gleiche geplant. Okay, ja. Und so bin ich auf dem Herwig Ronacher gekommen, der was uns jetzt schon die 4. Baustufe begleitet. Schön. Und du bist ganz nah dran an deinem Traumhaus oder Traumhotel? Ja, nein, wir sind kurz davor, ja. Ein bisschen träumen darf man immer noch. Größer wird sicher nicht mehr werden. Das ist die letzte Station und in Zukunft wird dann vielleicht noch verbessert. Mhm. Ihr baut hier sicherlich auch sehr viel oder fast ausschließlich mit regionalen Betrieben da, mit regionalen Unternehmen. Wie wichtig ist hier dir also die Regionalität, diese ländliche Region zu stärken? Regionalität, was leider Gottes eh schon ein bisschen abgedroschen ist, gell? Ist ja nicht so, dass das bei uns in der Region erst seit 2 Jahren entstanden ist, sondern das gibt es ja 20 Jahre, würde ich sagen schon. Gell? Das hat die Gedanken vom Hofer Ernst, wie er die Liederregion gegründet hat, prägen die Region immer noch ganz stark. Und er hat es geschafft, in eine verträumte Region diese Kraft zu entwickeln, dass wir uns auf uns und auf unsere engsten Nachbarn schauen. Und für mich und für unsere Familie und für unser Team ist es selbstverständlich, dass wir regionale Firmen da haben, die was bei uns bauen. Es ist selbstverständlich, dass wir die regionalsten Produkte haben. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir regionale Dienstleister teilweise für verschiedenste Arbeiten holen zu uns ins Haus. Ab und zu vergessen wir drauf, dass wir darüber reden. Weil für Fülle ist das noch nicht so selbstverständlich. Gell? Und wir dürfen nie vergessen, dass das ein Prozess war, der was 20 Jahre gedauert hat, von einer, wo das vielleicht noch kaum bewusst war, zu einer Selbstverständlichkeit. Und wie wichtig das war, diesen Entscheidungen vom Hofer Ernst damals mit der Liederregion, dass die Region Almenland jetzt so dasteht, weil wir stolz sind, da zu wohnen, weil wir stolz sind, da zu arbeiten und weil wir auch stolz sind, unser Geld da auszugeben mit den regionalen Dienstleistern, Produzenten und Produkten. Mhm. Spürst du das bei deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also diesen Stolz, da in der Almenland sein zu dürfen, da arbeiten zu dürfen? Ja, ganz klar. Also das ist für den Großteil unseres Teams wahrscheinlich der Grund, warum sie bei uns arbeiten. Weil, ja, weil es einer unserer ganz großen Werte ist. Und da steht einfach Ehrlichkeit ganz vorn dabei. Gell? Und Ehrlichkeit ist bei mir gleichzusetzen, nichts vorzugaukeln, auch nicht irgendwas Utopisches herzubringen, was nur zu uns herpasst, sondern wir müssen, und das ist ein weiterer Wert für uns, die Bodenständigkeit bewahren, das Schützen im ehrlichen Maß weiter transportieren und bei den ganzen Meetings, was wir und die Mitarbeiter haben, ist das immer klar auszukommen, dass sie sagen, nein, es taugt uns, dass ihr diese Linie geht und für das sind wir da. Für das nehmen wir auch vielleicht einen kleinen Weg in Kauf, dass wir jetzt nicht in der Stadt irgendwo arbeiten, sondern bei euch am Land. Und die möchten das einfach, wegen dem sind sie da. Schön, oder? Ja, unglaublich. Also das ist gerade jetzt, also vor Wochen, wie wir das Hotel wieder aufgesperrt haben, war so diese das Gespür, was wir empfunden haben als Familie, der Dankbarkeit von unserem Team, der was gesagt haben, persönlich zu uns, mein Simon, Bianca, danke, dass die letzten 6 Monate uns alles so gut durchgebracht habt. Danke, dass uns das Vertrauen gegeben habt, dass wir weiter da sein dürfen. Also das waren sehr emotionale Momente. Gell? Das kann ich mir vorstellen. Heute bin ich also die große Ehre. Danke. Grüß euch. Grüß euch. Da mit dir gehen dürfen durch dein Wald. Letztens hast du mir erzählt, wenn du Bewerberinnen und Bewerber hast,
die müssen sich ja ganz besonders ausrüsten, wenn sie zu dir kommen auf ein Bewerbungsgespräch. Das läuft die irgendwie auch nicht so normal ab wie sonst immer. Mir ist immer nachgesagt worden, oder meine Frau hat immer gesagt, normal bist du nicht, gell? Und nein, will ich auch nicht sein. Gell? Und das muss ich natürlich auch bei den Bewerbungsgesprächen ein bisschen durchsetzen. Ich mag es überhaupt nicht, wenn wir zum Bewerbungsgespräch einladen und wir sitzen da an einem Tisch. Meistens ist der Abteilungsleiter von den Bereichen auch dabei, nach einem Vier-Augen-Prinzip ein bisschen. Und dann sitzt man da und jeder ist angespannt ein bisschen. Und der, was sich bewirbt, sitzt auf der anderen Seite vom Tisch. Man macht zwei Hausführungen und alles und versucht sich mit ein paar anderen schon gestylten Fragen oder was durchzukämpfen. Und dann habe ich aber vor zwei, oder weiß jetzt gar nicht wie lang, entschlossen, nein, das müssen wir anders machen. Und zwar, ich möchte ein Bewerbungsgespräch machen mit einem Spaziergang durch den Wald. Und automatisch, wenn wir einen einladen zum Bewerbungsgespräch, sagen wir, bitte komm nicht in deinen schönsten Schuhen, sondern komm in Wanderbekleidung mit Wanderschuhe, zieh dir warm an. Ich möchte mit dir einen Spaziergang von einer Stunde circa durch unseren Wald machen, rund ums Haus auch. Und es ist so ein toller Feedback dadurch geworden. Und die Gespräche sind viel lockerer, leichter, ehrlicher und erfolgreicher geworden. Okay. Aber am Anfang wird sich manch einer oder manch einer schon gefragt haben, was will denn der überhaupt von mir? Ja, natürlich. Das fragen sie sich jetzt ab und zu an. Manche sagen dadurch ab. Aber passt, damit wissen wir, er ist nicht der Richtige. Und viele haben aber auch gesagt, wow, das muss ich mir anschauen, weil so hat uns noch keiner eingeladen jetzt. Gell? Oder das war nicht selbstverständlich. Und wir haben deutlich mehr positives Feedback, als wie das einer sagt, ja, mit was wüssten du da um eigentlich? Oder ja, das tue ich nicht. Und passt, damit ist der vorher ausgerät gewesen. Mhm. Aber also zum Kämpfen wird schon haben, auch, dass genug Personal kriegt, oder? Wird schon nicht so einfach sein. Du, ich hab's davor schon gesagt, ich hilf dir jetzt nicht jammern. Es muss für uns ein Auftrag sein, in dieser Berufssparte der Gastronomie, Hotellerie, zu erkennen, was ist die letzten Dekaden schiefgegangen da bei uns. Warum? Warum haben wir auf einmal so einen immensen Fachkräftemangel? Und es ist zu leicht zu sagen, ja, früher war alles besser oder früher haben sie mehr gearbeitet. Ich glaube, der Völler ist bei uns zu suchen in der Berufssparte. Und das, an den Arbeit ist er 10 Jahre jetzt dran. Gell? Und ich bin aber selber noch nicht am Ziel, zum sagen, jetzt haben wir es erreicht, dass wir uns vor Bewerbungen nicht mehr auskennen und fast weiter vermitteln müssen. So ist es nicht, aber wir haben ein klares Ziel, dass wir sagen, in den nächsten 5 Jahren muss es erreicht sein, dass wir so viel deutlich mehr Bewerbungen haben, als was wir überhaupt aufnehmen können. Gell? Und da geht es einfach darum, im Haus, in der Struktur, in der Planbarkeit für diesen Beruf so viel zu tun und vielleicht gewisse Wege, was eingeschlagen sind, was festgefahren sind, komplett neu aufzubrechen. Ich denke da zum Beispiel an junge Mütter, die was vielleicht gerne arbeiten würden, Vormittag aber keine Möglichkeit haben, ihr Kind in den Kindergarten zu haben. Wir haben leider auch nicht direkt an, aber warum mache ich nicht die Kooperation mit unseren, unten in Heilbrunn zum Beispiel mit dem Kindergarten? Da ist auch die Gemeinde bei uns sehr, sehr hellhörig geworden. Wir schweben andere Dinge auch noch vor. Alles möchte ich jetzt aber nicht ausplaudern, sondern sehr stur immer umsetzen. Ja, da komme ich dann in ein paar Jahren wieder zu dir, gell? Ja, ich hoffe doch. Also, es steht kurz bevor. Corona hat es ja gezeigt, und das haben wir ja vielfach und überall gesehen, auch in den ländlichen Regionen, in den Naturregionen, in den Wäldern, dass eben erholungssuchende Menschen Land oder ländliche Regionen, Wälder, Berge, ich formuliere es einmal hart jetzt, überrollen. Und das wird ja bei Ihnen auch fast ähnlich gewesen sein. Ihr seid vielleicht ein bisschen weiter weg, aber doch sehr nah zum Deichalm, zur Sommeralm, das ist rauszubringen. Wo wird denn das in die Zukunft hinführen? Was glaubst denn du?
Ich habe eine ganz klare Meinung dazu. Der Grund und Boden von jedem Besitzer muss es wert sein, dass er, wenn eine Leistung darauf erfolgt, sprich ein Wanderweg, ein Mountainbike, was auch immer, dann muss zumindest eine finanzielle Abgeltung dafür da sein. Mhm. Da werde ich jetzt wahrscheinlich wieder prügelt werden für die Aussage, aber zu der Meinung stehe ich schon seit 15 Jahren, weil es ist unser wichtigstes Gut im Tourismus. Wir dürfen nie vergessen, warum kommen unsere Gäste. Und es muss zumindest die Möglichkeit geschaffen werden. Und es entwickelt sich natürlich der Sport auch weiter. Vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren ist herum zwei Mountainbiker gewesen. Mittlerweile hat sich das, ist das explodiert durch den E-Bike-Boom und alles. Es liegt aber auch an uns, dass wir Sachen schaffen, wo er seinen Sport ausüben kann. Und da sind wir alle gefragt. Gell? Ja. Wir von Seiten vom Tourismus, was natürlich davon profitieren, müssen sagen, pass auf, wir schaffen Infrastrukturmaßnahmen, müssen in ein Gespräch gehen mit Grundbesitzern. Und es gibt genug Beispiele. Also umsonst hat es Schlafmengen um auch keinen Grund hergeben oder irgend sowas. Und ich glaube, dass das bei uns in der Region auch sehr wichtig ist, dass uns klar wird, es ist nicht unser Grund und Boden. Und es muss eine Regelung geben, wo der Grundeigentümer einfach finanziell abgegolten wird für das, dass fremde Personen über seinen Grund drüber gehen. Ja, ich bin auch der Überzeugung, gell? Man kann die Zeit einfach auch nicht zurückdrehen. Wir können die gesellschaftliche Strömung auch nicht aufhalten. Gell? So dieser Drang nach Erholung suchen, nach Wald ausgehen, nach Natur nutzen, wird sicherlich noch zunehmen. Und ich bin überzeugt, dass auch die Forstwirtschaft proaktiv auf Tourismusverbände, auf die Gesellschaft zugehen muss, um ganz konkrete Angebote zu schaffen. Aber natürlich auch Grundlagen schaffen muss, damit man das auch lenkt. Ich glaube, da sind wir ziemlich einer Meinung, was ist außer her. Ja. Es muss im Gespräch und in Diskussionen das aufgearbeitet werden. Von was ich überhaupt nichts halte, ist einfach aus Grund von persönlichen Meinungen, Empfindungen, Wege, die was vielleicht ein Servitut drauf haben, einfach abzuspielen oder was auch immer. Natürlich, es sind blöde Urteile gefallen. Dieses Kuhurteil hat, ohne dass vielleicht jeder das Hintergrundwissen gehabt hat oder irgend sowas oder was genau passiert ist oder hat so viel aufgeschüttelt und gesagt, ja, das spiele ich mal. Ich verstehe jeden Grundeigentümer, wirklich. Ich verstehe jeden Grundeigentümer, der was sagt, na, du, bevor ich mich da einspielen lasse und bevor mein Hof drauf geht, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein, gell? Aber trotzdem, der Dialog zu führen, dass wir sagen, arbeiten wir doch gemeinsam an einer Lösung. Und eine Lösung ist nie einseitig. Eine Lösung bedarf, es muss zwei Gewinner davon geben. Weil sobald einer verliert, ist nichts. Dann löst sich das halt sofort wieder auf. Und es tut sich aber sehr viel in der Region. Und ich bin voll optimistisch, dass wir da Wege finden, dass das in Zukunft besser wird. Das heißt, ihr seid da im Almenland schon auch in dieser Situation, dass du das Gefühl hast, dass wirklich alle Branchen, auch alle Betroffenen an einen Strang ziehen, dass man gemeinsame Lösungen findet. Hallo! So wie du das jetzt geschildert hast, also hätte ich schon so das Gefühl, auch, dass da so im Almenland alle Betroffenen an einen gemeinsamen Strang ziehen. Da wird es sicherlich auch noch Entwicklungsmöglichkeiten geben, nehme ich an. Findest du, dass alle an einen Strang ziehen? Ja, du hast das zumindest irgendwie so vermittelt. Ja. Ich bejahe es, ja. Wobei, es gibt noch Potenzial nach oben. Gell? Also ein gewisses Gemeindedenken, Grenzdenken ist nach wie vor da. Gell? Und das kostet teilweise so viel Energie, für die Energie wäre für was anderes vielleicht gescheiter eingesetzt. Okay. Ja, es ist Almen. Land mit der Teichalm, mit der Sommeralm, gell, ist ja doch ein weit über Österreich vermutlich hinaus bekanntes Gebiet, ein wunderschönes Gebiet. Und dass da natürlich
gegensätzliche Interessen aufeinanderprallen können, ist auch selbstverständlich. Gell? Das Almenland ist ja wirklich ein wunderschönes Gebiet und weit über Österreich vermutlich hinaus bekannt mit Sommeralm, Deichalm. Was sind denn so für dich, was du so für dich auch wahrnimmst, so die größten Schätze dort im Almenland? Ich muss dazu immer ergänzen, dass Almenland Sommeralm, Deichalm und die Brandlucken so ja immer noch dazu. Das ist mir einfach eine Herzensangelegenheit. Es ist vor allem der Bereich, wo der Mensch nicht viel dafür kann. Gell? Was uns von Gott geschenkt worden ist, in der Gegend, wo wir aufgewachsen sind, mit die Bahn, mit die Berg, mit die Gräser, die Hügel. Und dann, Gott sei Dank, haben wir es geschafft, dass sehr viele Grundbesitzer das so erkannt haben, in wofür schönen Gegend das da sind und das gehegt und gepflegt haben, dass so ist, wie es ist jetzt. Und diese Natur ist das Juwel, was wir haben. Und es gibt natürlich Plätze, wo ich besonders gern hingehe. Also zum einen unser Hausberg, der Plankogel. Der letzte große Berg, bevor das Flachland anfängt, sage ich mal. Gehe ja sehr oft auf wie von daheim, also 1,5 Stunden von der Brandlucken weg. Und es ist so ein markantes Gipfelkreuz oben. Gell? Und das hat mich als Kind schon fasziniert. Und das ist nach wie vor, dass mich das so begeistert mit dem kompletten Rundumblick, wo man zum Schöckl hinunter, wenn ein schöner Herbsttag ist und die Sicht klar ist, sogar den Plattensee aufverfunkeln, sieht ein bisschen auf der einen Seite in die Gasen rein. Das ist unglaublich, gell? Das zum Sehen. Und wo ich besonders gern hingehe, ist auch, und umsonst ist nicht zu einer der schönsten Plätze in Österreich gewählt worden, das ist nach Schüsselbrunn. Gell? Weil natürlich, erstens einmal, es ist so ein schöner Ort. Und zweitens auch dieses, weil wir doch als der Glaube auch an Gott oder irgend sowas dort auf einem Platz zu Hause ist, der was mir persönlich sehr viel gibt. Mhm. Warum schaust du denn dann sehnsuchtsvoller hin, wenn du da umstehst auf dem Plattensee oben oder da Richtung Stadt Graz oder hinauf Richtung Hochschwab? Das war eine sehr emotionale Frage für mich, weil mir zittern heute noch, oder kommen heute noch die Tränen, weil zwei Tage nachdem mein Papa gestorben ist, war ich am Plankogel oben und hab mir gedacht, weit bist du nicht weg von mir. Und darum ist einfach dieses Gipfelkreuz, dieser Berg so unglaublich wichtig für mich. Mhm. Kann ich mal kurz darauf eingehen, auf dieses Menschsein, was das bedeutet? Oder ist das dann zu tief? Nein, du kannst. Das hätte ich noch mal kurz da so angeknüpft an dieses Menschsein, was wahrscheinlich auch das Almenland auszeichnet. Gell? So wie ich das jetzt gespürt habe bei dir. Gell? Und das ist auch das, was mich auch immer schon wieder längere Zeit auch begleitet, wenn ich da ins Almenland komme. Dass dieses Menschsein der Menschen da herum dieses Almenland das so lebenswert macht und vielleicht oder wahrscheinlich auch das Leben so intensiv macht. Gell? Weil das spüre ich bei dir auch, dass ich das Gefühl habe, du lebst mit jeder Phase deines Körpers, deiner Seele, lebst du das Leben da. Nicht einfach treiben lassen, sondern genießen, tun, schaffen und trotzdem also im Moment zu sein und nicht davon zu laufen vor dem Moment. Gell? Ich schätze es auch in unserer Region so sehr, dass wir das aber auch sein dürfen. Gell? Und es sind herum in der Gegend viele auch so gestrickt und das taugt mir besonders. Und ein paar Mal habe ich schon darüber nachgelegt, warum gerade vielleicht da herum das so ist. Gell? Und es freut mich, wenn dir das so auffällt. Selber fällt es vielleicht im Unterbewusstsein schon ein bisschen aus, aber wenn man darauf angesprochen wird, denkt man wieder ein bisschen mehr nach drüber. Und vielleicht sind wir, die Region war nicht immer
bevorteilt von irgend so etwas. Gell? Es ist lang belächelt worden. Was tut sie da? Irgendwo, ja, da am Berg oben, gell? Selbst in der Schule oder was hast du das immer ein bisschen mitgekriegt? Ja, ihr da oben. Was wolltest du denn schon machen? Gell? Oder wie ich da einfach schon gekommen bin? Gell? Was auf einmal mit großen Betrieben was zu tun gekriegt hast? Ja, wo kommst du nur her, Braunlücken, was in der ist? Gell? Ich sag, ja, ein Ort mit 51 Einwohnern. Ja, und das war halt. Und darum ist, glaube ich, es so wichtig, dass wir unserer Linie alle treu bleiben, unserer menschlichen Linie, was wir wollen, was wir verkörpern, an was wir glauben, was uns begeistert, was uns traurig macht und vor allem auch, für was wir Vorbild sein wollen für unsere Kinder. Und das, ich möchte halt einfach mir selber immer in den Spiegel schauen können und sagen, ja, das, zu dem Zeitpunkt hast du es vielleicht nicht anders gewusst, aber du hast mit nach bestem Wissen und Gewissen entschieden und du machst keinem was vor und schon gar nicht dir selber. Mhm. Einfach intensiv leben. Intensiv leben mit, man könnte es ab und zu leichter machen, aber intensiv leben mit allen Höhen und Tiefen, was dazugehören. Wenn man bei euch da vorbeifährt auf der Brandlucken, man kommt von Weizaufer, dann ist auf der linken Seite das Hotel Bauernhofer und auf der rechten Seite ist die Hurm und der große Holztribüne. Das Hurmtheater ist vielen unserer Hörerinnen und Hörern sicherlich ein Begriff, auch weit über die Steiermark hinaus. Der Laienspielgruppe, die da im Sommer spielt, die im Frühjahr und im Herbst im Kellertheater spielt. Wenige werden vermutlich wissen, dass die Hurm auch zum Hotel Bauernhofer gehört, dass die Tribüne auf dem Grund und Boden vom Hotel Bauernhofer steht. Wie kommt es ihr dazu, dass ihr sowas zulässt? Ich weiß schon, dass du selber gern Theater spielst, aber das, im Sommer kommen da tausende von Leuten auf. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man sowas entwickeln lässt. Angefangen hat ja die Geschichte, dass meine Mutter sich im Jahr 1997 eingebildet hat, sie braucht irgendein altes Bauernhaus für ein Museum. Und blöderweise habe ich das erst 2 Jahre später anscheinend der Fock, wie sie immer wieder heißer Anschau gefahren ist, in die tiefsten Winkel der Steiermark. Und dann habe ich mir gesagt, was willst du denn da jetzt eigentlich? Ja, nein, sie will da so ein altes Bauernhaus, das hat ihr schon immer taugt, und sie will ein Museum draus machen. Und ich habe gesagt, ja, Museum, hallo, machen wir keins, wenn, dann machen wir ein Wirtshaus draus. Gell? Und das war so ein Erfolg damals gleich. Gell? Vor allem für mich als junger Bursch damals mit 22 Jahren. Da muss ich gleich einhaken. Das ist jetzt nicht ein Hurm, der da gestanden ist. Nein, das ist da nicht gestanden, das ist neu aufgebaut worden. Ja. Die haben wir abgetragen und selber aufgebaut und 40.000 Schindeln im Sommer gemacht und dann gedeckt. Und das war, einmal ist das Gewölb eingebrochen beim Aufmauern, weil wir den Maurern zu sehr vertraut haben da. Und das komplett neu gebaut und haben es im 2000er Jahr eröffnet und war so mein erster gastronomischer Alleingang, wo ich mich von meinen Eltern ein bisschen so abkapselt habe, weil ich gesagt habe, ich mache da Donnerstag bis Sonntag, und ich meine, damals war der Bogutsch halt auch so in aller Munde, gell? Und ich habe gesagt, mach mal so ein, das passt, gell? Das wird schon geil, ohne nachzudenken oder irgend sowas. Büßen hat es meine Mutter müssen, weil sie war damals noch die Küchenchefin, und neben einem Hotel hat sie jetzt auf einmal dann in der Hurmana kochen dürfen. Gell? Und, aber sie hat das immer, glaube ich, das lieb mir gemacht. Und ja, und eines Abends, ich war damals ja Vorstandsmitglied auch von der Landjugend, und Schuchplattelverein war ja dabei, und die haben bei uns immer probt. Und da sitzen halt die älteren Herren der Landjugend, also die, was den 30er zugegangen sind schon, besammeln, und da reden wir so, und ich habe gesagt, ja, wir bauen da Wirtshaus und fahren, und ich darf halt auch gerne irgendwas Kulturelles machen drüben. Und von einem habe ich gewusst, dass der unbedingt gerne noch ein Theater weitergespielt hat, und der hat zu mir schon immer gesagt, wenn du was weißt, melde dich, wir machen einen Theaterverein. Und ich habe gesagt, so, Wolfi,
jetzt bauen wir da Hurm, das ist die Bühne und bitte spitz. Und dann hat er gesagt, ja, können wir schon. Morgen ruft die Sigmund Watschka, das war die damalige Volksschuldirektorin in der Kranitz. Ja, nächsten Tag hat er es angerufen und so war das Brandl-Knurm-Theater geboren. Haben uns 4 Termine haben wir ausgemacht, 3-mal hat es uns angerenkt, saukalt war es. Insgesamt haben bei Lombazi Vagabundus in der ersten Saison, ich weiß jetzt nicht, 300 Leute haben es vielleicht gesehen oder was, gell? Und dann ist halt so weitergegangen, dass hat es einmal einer einjährigen Bedenkzeit hat's gebraucht, weil wir gesagt haben, naja, irgendwas eckt noch, gell? Weil der Grundgedanke war damals von der Sigmund so, ja, die Theaterleute spielen und ich verköstig's. Und das hat mir und mein Papa aber damals schon gar nicht passt. Ich habe gesagt, wenn das Erfolg haben sollte, dann muss der Verein eigenständig werden und auch die Möglichkeit haben, dass er drüben selber seine Ideen verwirklichen kann und selber den Aufschank mehr oder weniger kriegt. Und das war aber, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg, dann einfach zum sagen, wir geben dem Theaterverein ganz offiziell die Erlaubnis, pass auf, ihr steht auf unserem Grund, aber ihr dürft drüben Theater spielen, ausschenken, alles, was ihr wollt. Und wir unterstützen euch da in allen Facetten, was ihr auch braucht. Und nach der ersten Saison ist dann nie so der Gedanke gekommen, das vergiss es, wir lassen das einfach, weil das wird nichts. Wenn es das dritte Mal gekränkt hat, habe ich mir gedacht, na super, also die Brandlocken ist nicht geeignet für Outdoor-Geschichten. Gell? Ja. Aber irgendwer war immer dabei, der was gesagt hat, nein, wir machen das noch einmal. Und da war halt eine Handvoll Leute, die was dann immer wieder dann zugekommen ist. Und dann haben wir relativ schnell entschlossen, 2002 wird wieder gespielt. Eben dann in Eigenregie vom Theaterverein. Ich sehe mich als vielleicht als der größte Sponsor vom Verein. Gell? Mir ist nie darum gegangen, dass ich da... Und ich glaube, das soll ja nie Ziel sein. Erstens mal sollte man nicht denken, was könnte ein anderer oder ein Nachbar davon profitieren, wenn ich was tue. Das ist so ein blödes Denken teilweise, weil grundsätzlich machen es wir, oder ich habe es immer gemacht, aus Überzeugung, weil ich glaubt habe, das passt daher, das bereichert die Brandlucken. Ja. Ein finanzieller Erfolg oder sonstiges, was man vielleicht haben, der passiert dann eh allein. Das ist dann, ja, ich will nicht sagen, das Abfallprodukt, aber das ist eine Folgeerscheinung aus dem, wenn man die ganzen Sachen seinen Lauf gibt, wie es sein soll. Und bei uns war es halt den Theaterverein die Eigenständigkeit geben. Das heißt, ihr habt dann so gegenseitig auch motiviert, die Theaterspüler oder der Theaterverein hat so das Hotel Bauernhof auch motiviert weiterzumachen und umgekehrt das Gleiche. Ich empfinde das heute schon so, ja, dass ich kann mich nicht mehr so erinnern, wie es war, wer vielleicht aufgeben wollte oder haben wir gesagt, nein, wir machen beide weiter oder irgend sowas. Wir haben dann 2002 gespielt, da haben wir es gleich verfünffacht, die Zuschauerzahl, und dann, sobald du Erfolg hast und das ist ja schön beim Theaterspielen, wenn du auf der Bühne stehst, der Applaus ist ja dein... Der gibt dir ja ein gewisses Glücksgefühl. Und natürlich, wenn mit diesem Glücksgefühl mehr und mehr Leute angesteckt werden, dann hast du immer einen dabei, der sagt, nein, nächstes Jahr, das könnte man aber auch noch machen. Und so wurde ein Jahr drauf schon, wurden Dockertafeln angeschafft, die hat damals der Papa noch gekauft, alle für sie. Das, weil natürlich ein finanzielles Risiko da war. Und das wollte man aber mir als Familie auch immer ein bisschen den Theaterverein helfen oder in Form von privaten Haftungen bei den letzten Tribünenzubau oder irgend sowas. Ja. Das war für uns selbstverständlich, dass wir sagen, nein, der Theaterverein spielt ehrenamtlich und da und wir gehen mit das Risiko, weil wir davon überzeugt sind, dass wir zumindest eine private Haftung übernehmen gegenüber der Bank. Weil du vorher das angesprochen hast, so diesen Erfolg als Theaterspieler auf der Bühne zu stehen und den Applaus zu kriegen. In welcher Rolle kriegst du am liebsten den Applaus? Hast du so eine Spezialrolle, sagst du, das ist voll geil gewesen? Oder? Also ich spiele mit Abstand am liebsten in Dummen. Das ist für mich, dürfte ich vom Großvater ein bisschen, vom alten Granitz ergibt haben, der
ist wahrscheinlich einer der meist unterschätztesten Männer gewesen. Und es ist so komisch, wenn ich habe ihn persönlich nicht gekannt, der ist 1979 gestorben, wie ich ein Jahr alt war. Aber wenn Leute aus der Granitz, die was ihn persönlich kennt haben, zu mir auf die Bühne kommen und gesagt, sie haben geglaubt, der alte Granitzer steht da oben. Ja. Dann denke ich mir, also die Gene, ein bisschen was wird durchgegangen sein. Ja, das hört man ja oft, dass eine Generation übersprungen wird. Ja. Gell? Dass dann die übernächste Generation so die Gene mitnimmt. Und du hast sicherlich oft genug auch mitgespielt. Ja, ich habe am Anfang gar nicht mitgespielt. Dann habe ich am Anfang die Leute immer mal begrüßt. Die Sigmund Watschke hat mir dann immer so eine Ruhe zugegeben, wo ich ein Wort sagen habe müssen. Und dann hat es mir so Ruhe gegeben, wenn ich da war, war ich da. Und wenn ich nicht da war, ist auch nicht aufgefallen. Gell? Und das ist dann immer mehr geworden. Und bis ich halt dann jetzt zum Schluss immer mehr ins Theaterspielen reingekommen bin, weil es einfach mit diesem Verein so lustig und so klasse ist, zusammenzuarbeiten. Gell? Wo man diese positive Energie rundum und um spürt und wenn man merkt, boah, da geht was weiter und da, man will weiterentwickeln. Und da sind wir so auf der Wellenlänge, weil das auch meine Einstellung zum Leben ist. Gell? Vor einigen Jahren hat sich ja der Theaterverein getraut oder den Mut auch gehabt, einen riesigen Tribünenbau zu machen. Wie hast denn du das erlebt? Oder wie war das für euch auch so mitzugehen mit dieser Entwicklung? Ich glaube, dass wir immer unterstützend waren. Es ist auch von Anfang an immer offen geredet worden. Ich habe natürlich das bei den Aufbauarbeiten und Abbauarbeiten immer mitgekriegt. Also das Fluchen von den Mitgliedern vom Theaterverein, ach, jetzt müssen wir da schon wieder das Ganze aufbauen und jetzt dann steht es 6 Wochen, dann können wir es wieder wegbauen und 2 Wochen sind draufgegangen und die sind ja nachher, das musst du dir vorstellen, die sind als Theaterverein nachher nach Altusried rausgefahren, nach Deutschland, haben sie dort eine Holzbühne angeschaut, die was 10-mal so groß ist, ich glaube, keine Ahnung, haben 6.000 Leute Platz oder was, ich weiß jetzt nicht genau, und sind heimgekommen mit strahlenden, glänzenden Augen, dass ich gedacht habe, oh Scheiße, jetzt wollen sie gleich einmal da sowas bauen wollen. Gell? Und das hat dann aber 3 Jahre gedauert, glaube ich, bis dann so wirklich das ins Fortkommen ist und bis man dann halt auch, es war dann auch wieder der Zufall mit unseren Architekten. Wir haben gerade gebaut damals, 2013. Das ist dann mehr oder weniger so mitgegangen in der Planungsleistung. Habe ich so gesagt, ja, Herwig, zeichne ein bisschen was und der hat das immer ein bisschen so unterschätzt. Gell? Und dann bis der Theaterverein gesagt hat, nein, wir brauchen schon so für 500 Leute, brauchen wir schon eine Tribüne, gell? Und okay. Ja, dann hat er gleich mal Nike in den Stift angesetzt und das ist ein bisschen größer geworden. Und dann natürlich, also ich glaube, dass wir den Theaterverein immer unterstützt haben. Auch wenn ich ab und zu gesagt habe, nein, boah, die Aussicht von der Hurm und irgendwas, die will ich nicht. Und da ein bisschen rum, da hat es gibt ja so viele Anekdoten dazu, dass wir das ausgemessen haben, wo die Tribüne steht. Das haben wir, im Winter haben wir Luftballons mit Helium gefüllt, genaue Schnirdel vermessen, haben wir steigen lassen, dass wir gewusst haben, so hoch wird die mal sein, haben wir fotografiert, händisch eingezeichnet, so könnte das sein. Anstatt, dass wir uns ein kleines 3D-Rendering oder was machen haben lassen, sind wir draußen, haben uns umgeirrt. Und bis wir dann schlussendlich den richtigen Standort gefunden haben und Gott sei Dank ist noch ein Trakt oder noch ein Teil dazugekommen vor 2 Jahren, aber jetzt ist es perfekt. Jetzt ist es fertig abgerundet und es taugt mir so richtig, dass das als kleines Wahrzeichen, sage ich mal, auf der Brandluken steht. Mhm. Ja, ist nicht zum Übersehen, wenn man vorbeifährt. Ein großer Wert ist sicherlich die Gemeinschaft, dass sowas überhaupt funktioniert. Gell? Ja, also ein Verein funktioniert mit seinen Leuten, was drinnen sind. Es gibt Leute, die was, wie es im Berufsleben auch ist, die was Verantwortung übernehmen wollen. Es gibt Leute, die was dabei sein wollen. Es gibt Leute, die was glauben und sehr ihre Stärke liegt in der Schauspielleistung. Es gibt andere, die glauben, sie sind lieber handwerklich geschickt. Und es ist so schön, dass diese verschiedenen Arten von Menschen zusammen an einem Traum leben,
einfach richtig gutes Theater zum Spielen auf der Brandlocken. Gell? Und jeder trägt seinen Teil dazu bei. Und es ist jeder so wichtig für den Verein. Gell? Und es ist also jetzt muss ich auf das Corona-Thema einmal zurückkommen, aber was der Verein in dieser Zeit mitgemacht hat, und meine größte Hochachtung von den Verantwortlichen von Verein zum Song, wir spielen im Jahr 2020, wo eigentlich nichts gespielt worden ist und wir ziehen die Produktion durch. Egal, ob wir jetzt wissen, wir dürfen 100 Leute auf oder 350 Leute. Ich meine, also da muss ich meinen Hut ziehen und sagen, Burschen, Mädels, das war richtig eine klasse Geschichte. So wie du mich das schilderst, gell, so von Hurm Theater und also, so wie ich das auch mitkriege von einer Familie, vom Hotel Bauernhofer, das Gemeinschaftsthema ist irgendwie etwas, was irrsinnig stark da gelebt wird im Almenland. Gell. Speziell da in dieser, ich sage mal, kleinen Region Hotel Bauernhofer und Hurm Theater. Wie schafft man das auch immer, das leben zu können? Es wird ja manchmal nicht so einfach sein, oder? Dass dann manche Egoismen reinspielen und ja. Das dann gar nicht so einfach machen. Schau, der Wald ist vielleicht dort eher ein Beispiel, ja. Was wir uns nehmen können. Wenn du reinschaust, wo wir jetzt gerade gehen im Wald, es gibt große Bäume, kleine Bäume, dicke Bäume, dünne Bäume, schöne Bäume, nicht so schöne Bäume. Und alle haben die Berechtigung da drinnen, in sehr schönsten Form uns was zurückzugeben. Ja. Und in der Gemeinschaft ist es aber einfach so wichtig und darum ist auch mit dem Wald vielleicht das ein gutes Beispiel. Es ist jeder für den anderen ein bisschen da. Der eine duckt den anderen ein bisschen ab, der andere stützt den anderen bei einem Schneesturm, bei einem Schnee. Und so muss man das auch bei uns in der Gemeinschaft von unserer Familie und dem Theater sehen, dass wir alle einfach wichtig da sind und wir müssen aber auch jeden abholen und auch die Wertschätzung geben und sagen, ja, ich bin zwar heute der große Baum, aber ich stütze dich als kleinen Baum vielleicht in deiner schweren Zeit oder irgend sowas und es wird einmal umgekehrt auch sein. Gell? Mhm. Und das, ich glaube, da können wir vom Wald, wie der aufbaut, ist sehr viel lernen. Ja. Mhm. Ja, und ihr lebt sie mitten im Wald fast da herum, gell? Also du kannst jeden Tag rausschauen und ein bisschen was lernen daraus, oder? Ja, Wahnsinn, gell? Also es ist, wir haben ja als Haussymbol das Eichhörnchen bei uns, weil das, ja, wir haben das gern gewählt, weil es lieb ist und keck ist und gern gesehen ist und als fleißig und emsig ist und wir fordern seit, glaube ich, eineinhalb Jahren, haben wir ein Mitarbeiterhaus gleich bei uns neben gekauft und da sind ein paar Eichhörnchen und die fuhren wir immer. Gell? Und mit Nüssen. Und es ist so eine Freude und eine Gaudi mit unseren Kindern, wenn wir aufschauen, was hat sie heute wieder da? Okay. Wo haben sie es heute wieder hingezahlt? Das ist nur ein kleines Beispiel, gell? Was auch für meine Kinder so viel Freude gibt, was an der Wald zurückgibt. Mhm. Also wirklich so richtig. Du auf Du mit der Natur, ganz nah dran da herum sitzt da. Ganz nah dran und jetzt bin ich froh, dass wir gleich wieder ein bisschen mehr in den Wald reinkommen, weil sonst darf man den Wind gleich noch mehr spüren da. Mhm. Also der Wind beschäftigt den wahrscheinlich das ganze Jahr über. Gell? Ja, interessant, wir haben nur heuer den Winter, da hat es glaube ich keinen einzigen Tag gewartet, weil wir schon gesagt haben, was ist mit dem Wind passiert. Und seit es früher ist und wieder schön ist, haben wir fast jeden Tag einen Wind gehabt, aber das legt sich dann, ab morgen, glaube ich. Kommt die Sonne, genau. Und endlich der Sommer, gell? Genau, dann hast du wieder auf die Alm und noch besser auf die Brandlucken. So werden wir das, die Botschaft ausschicken. So, jetzt werden wir da schon langsam zurückkommen. Jetzt bleibt man da. So eine Frage liegt mir persönlich an, so am Herzen. Die Baumfrage. Aus welchem Holz bist du geschnitzt? Boah, das ist eine harte Frage. Ja, ich weiß, ich liebe die Eiche. Okay, jetzt sind wir da fast nur durch Fichtenwälder gegangen. Gell? Das ist einfach so wirklich
der Standort für die Fichte. Und trotzdem magst du die Eichen so gern. Ich habe die Eiche die letzten 10 Jahre lieben gelernt, weil ich es einfach so stark bei uns beim Umbau überall eingesetzt habe. Als Holz, das was standhaft ist, das was ehrlich ist, das was nicht unbedingt jetzt immer einer, wie soll ich das sagen, dass einer Mode nachgeht. Und es beschreibt vielleicht schon auch unsere Familie und unser Wesen ein bisschen. Und darum ist für mich die Eiche ganz klar die Nummer eins. Alles klar. Das heißt, ich habe sie auch im Hotel sehr viel eingesetzt, sehr viel verbaut bei den Böden wahrscheinlich. Genau, bei den Böden, bei die Seitenwände. Die Betten sind voll Holzmöbel aus Eiche. Die Tischplatten haben wir alles aus Eiche gemacht. Ja, passt die wunderbar her da. Ist ja so im Herzen der Steiermark. Die Eiche ist ja auch ein steirischer Baum. Gerade nicht da herum vielleicht, aber. Kann er werden. Ja, du sagst es, gell. Aber wir wissen oder wir sehen es im Waldverband auch, dass man ja sehr viele Eiche vermarkten, also im südoststeirischen Raum. Im Süden der Steiermark ist die Eiche ein großes Thema. Und sehr gefragt jetzt auch im Möbelbau, im Innenausbau. Na gut, Simon, das war echt ein sehr, sehr spannender Spaziergang heute mit dir da auf der Brandlocken herum. Obwohl wir uns schon einige Zeit kennen, doch wieder ganz, ganz spannende, interessante Geschichten aus deinem Leben erfahren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Es hat mir echt Freude gemacht. Ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen, wenn wir uns wieder begegnen. Und wenn wir weiter tratschen können. Dankeschön. Max, danke dir, dass du uns aufgesucht hast und es war mir eine Freude, mit dir den Spaziergang zu machen. Dankeschön. Danke, Simon. Vierte Gott. Viertes. Servus. Servus.